Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim nächsten RPG-Projekt. Vielen Dank für eure netten Kommentare, für eure Likes und so weiter. Die erste Folge war ein bisschen chaotisch, aber es wird langsam und ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen so drin in dieser Zombie-Apokalypse. Und heute findet das ultimative Training mit dieser Truppe statt. Wir wollen mal gucken, wie gut die denn schießen können, und dazu haben wir uns auch eine Fläche ausgesucht. Ja, Soldaten, hebt doch mal die Hand, ob ihr bereit seid. Na, Mittelfinger da hinten. Alle bereit. Das ist schon hier wieder... Runter mit dem Mittelfinger. Ja, genau. So, passt auf. Da hinten, dreht euch mal um. Seht ihr doch links vom Haus dieses wunderschöne Stück Wiese da hinten, oder? Hier, guck mal. Ich zeig da mal hin. Ja. So, und da werden wir jetzt einfach mal probieren, wie gut ihr denn schießen könnt. Denn wir müssen ja für den Ernstfall vorbereitet sein. Der Major ist auf jeden Fall weiterhin mit der Truppe in Balota und sucht Nahrung. Die anderen Jungs sind in Cherno. Ich hoffe, die kommen auch alle wieder zurück. Der Taros ist mit mir hier, der Major ist wie gesagt unterwegs und der Curry, ja, ich habe gerade überlegt. Hallo. Und der Bronze ist wie gesagt noch ein anderes Ausbildungstrupp am Führen, der stoßt später um uns. Die Spezialeinheit. Genau. So Jungs, dann stellt euch mal bitte seitlich alle so, dass ihr eine Reihe, eine Schlange bildet. Macht mal. Los, zack, 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 zack. Schlange. So, wir machen jetzt erstmal ein paar... Hier, Leute, ein bisschen schneller. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Übungen hier. Mal gucken, wie schnell ihr denn seid. Ihr seht ja hier dieses Bushaltestellhäuschen. Ich möchte, dass ihr in 10 Sekunden in einer Reihe davor stellt, wenn ich euch das Zeichen Go gebe. Kriegt ihr das hin? F1, wenn ja. Leute, schneller. F1, kommt. Ich stelle mich hier vorne, markiere das. Ey, warum packst du die Waffe denn aus? So, da steht der Curry. Okay, Curry gibt einfach einen Warnschuss ab in die Luft. Und wenn der Schuss kommt, habt ihr 10 Sekunden Zeit. Losrennen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, okay. Ah, das muss besser werden. Das muss besser werden. Da kommt jemand. Das ist ja das erste Mal im Training. Hier kommen gerade neue Leute. Oh, da seid ihr ja schon wieder. Ja. Hallo. Hä? Wer seid ihr denn? Bei uns in der Küche hat sich jemand eingeloggt. Nee, der hier? Hat sich jemand eingeloggt. Einen Moment, Leute. Der hier? Jo, ich hab ihn erstmal gefesselt. Ihr habt ihn gefesselt? Nee, in der Küche ist noch jemand. Und wer ist das hier? Ja, wir haben ihn erstmal gefesselt, weil wir wussten nicht, ob er... Proton ist das, okay. Okay, dann zeig uns den mal. Ja, was machen wir mit den anderen? Sascha, bewacht die mal bitte kurz. Wobei, was soll... Ja, sag einfach, die sollen warten. Und dann kommst du mit. Hier einfach kurz warten, ja? Was ist da drin passiert? Er ist einfach da aufgetaucht und habt ihr ihn gefesselt, oder was? Jo, wir wussten nicht, ob er zu irgendjemandem gehört hier, oder... Wo denn? Ein anderer Spieler ist, der... In der Küche ist er. In der Küche. Er meint dann von der Bar, ne? Ja, wir wollen ja heute ein paar Schießübungen machen. Ah, da sehe ich schon, da brennt sogar Licht. Ja. Wir wissen auch schon mit wem. Wenn wir mit meinem Training gestört. Weil er kann ja infiziert sein. Ja, ja, das ist das Problem. Nicht, dass er sich hier irgendwie ins Dorf geschmuggelt hat, also man merkt, unsere Sicherheitslücken sind oh Mann, die Jungs haben das hier richtig krass im Besitz. Der ist doch gar nicht gefesselt. Hallo, Fremder. Komm mal her, ja, bitte. Nee, sieht, glaube ich, nur so aus, warte. Komm mal langsam her. Schön die Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Er hat gerade hinter uns die Tür zugemacht. Geht mal bitte die Waffe. Bitte was? Ja, ich hab ihn gefesselt gehabt. Er wurde gefesselt. Ich glaube, wir haben genug gefunden. Komm, wir gehen mal zurück. Jack Daniels ist das. Leute, das ist Jack Daniels, der gehört zu unserer Truppe. Der ist vorhin noch rausgeflogen. Sorry. Oh. Ja, aber Sicherheit geht vor. Das ist so, schon super, dass ihr da und habt ihr den neuen empfangen? Aber Leute, mega gute Reaktion. Also ja, mega sehr super. Gut, sehr gut. Kein Problem. Kann immer ein Infizierter hier irgendwie sich ins Dorf reinschmuggeln. Das werden wir im Hinterkopf behalten. Vielleicht wartet bald schon die nächste Beförderung auf euch. Und gut hier mit dem Lagerfeuer. Aber bitte einer mal immer hinterm Tresen stellen, ja? Aber echt cool, Leute, echt cool. Ja, klar. Danke. Sehr gute Arbeit. Tschüss. Sorry, Mann. So, was macht man mit dem, der hier jetzt neu ist? Ja? Wo ist der Neue? Hier auf der Straße. Major, hast du den Neuen dabei? Zwei Leute haben den Neuen zu euch begleitet. Die müssen eigentlich jetzt angekommen sein, oder nicht? Die sind 3 Leute. Ja, der Neue ist bei denen. Wie sieht der aus, Major? Kannst du ihn beschreiben? Er war eigentlich ganz neu bekleidet, ohne Rucksack. Ja, genau. Okay, hatte nicht viel. Wahrscheinlich irgendwie nur eine Axt oder so, ne? Ja. Der jetzt sitzt da, ne? Ja, der die Hände hoch hatte. Ja. Wurde man, mir hat gar keine die Hände hoch. Hier vorne, der sitzt. Der vorhin die Hände hoch hatte. Das ist Proton, der ist nicht neu. Der hier sitzt, ist neu. Nee. Doch, wir haben ihn in Balota gefunden. Proton ist aber nicht neu, Leute. Proton, was hast du denn in Balota gemacht? Einfach aus dem Latschen gekippt, keine Ahnung. Du durftest aber die Stadt nicht verlassen. Trotzdem kann er infiziert sein, Dennis, denk daran. Ich bin tot gewesen. Es, was? Es. Ach, das ist der Tote. Oh, ach, du warst tot. Ach, da kann er uns ja jetzt aufklären. Wie kann er jetzt wieder laufen? Bist du oben gegen den Schrank gelaufen? Major und Taros, bring dir mal in die Polizeistation und verhört ihn mal. Vielleicht können wir den Mod... Entschuldigung, nicht Major. Leute, aber wenn er tot war, wie kann er dann jetzt hier hinkommen? Warte, ich frage jetzt aus. Taros, kümmere dich mal drum. Ja. Hallöchen, wer bist du denn hier? Du läufst mal zurück jetzt in die Stadt. Und ich gehe mal zum Cherno-Suchtrupp und sag Savo, stell dich mal bitte in die Reihe, bitte. Genau, geh einfach in irgendein Zimmer rein. Ey, warte mal, ihr seid doch der Balota-Suchtrupp, ne? Genau, ja, hi Jungs. Ja. Habt ihr euch, kurz eine Frage, testweise, musstet ihr vorne euren Puls checken lassen? Jo, haben wir. Ah, sehr super. So, der Savo und der Mojo. Habt ihr Nahrung gefunden? Male. Ja, mein Inventar ist nämlich... Dann kommt mal mit. Zucchini, Kartoffeln. Warst du im großen grünen Haus? Bleib mal hier bei der Truppe, ne? Mhm. Sag mal, die sollen sich alle mal wieder hinstellen. Achso, gut, dann ist der voll nämlich... Bleibt mal wieder hin, Leute. Der Dennis kommt gleich geht's los mit dem Training. Kannst du ja schon mal ein bisschen warm machen. Weiß ja, ein paar Mal aufstellen und so weiter. 10 Sekunden immer. Komm, Leute, stellt euch mal hin. Hopp, hopp. Mhm, okay. Dann kannst du wieder nach draußen gehen. So, mal rein ins Café. 2 fehlen noch, hier auch noch, kommt schon. Hallo Jungs. So, wir haben die erste Nahrung. Wo ist denn das Lager? Ach, hier hinten durch wahrscheinlich, ne? Darf ich da... Hallo, hörst schlecht? Also pass auf, ihr müsst die Sachen hier laden. Komm mal mit. Okay, super. Aufstehen. Hier in den Raum. Hier könnt ihr alle Sachen droppen einfach. Komm schon, aufstehen. Alles, was ihr gefunden habt. Zweimal. Okay, ich tu's auf den Tisch. War noch kurz zur Vollständigkeit. Er legt lieber einfach in den Raum, ist besser. Genau, der Typ ist wirklich oben durch den Back gestorben. Okay, der ist durch den Back gestorben, Dennis. Was soll ich mit den gekochten Schnitzeln machen? Sollen wir ihn nachschauen lassen? Hier einfach lagern, das ist euer Lagerraum. Die Jungs haben hier auch von Balota lecker Food mitgebracht. Hier seht ihr, ja? Das könnt ihr ja schon mal mit in die Bar nehmen. Wir kommen natürlich gleich alle was zu trinken. Sehr gut, Leute, also mega gute Arbeit. So, Freunde. Ihr seht doch rechts von euch die Wache am Ende der Straße. So, und die Jungs, die jetzt hier gelootet haben von Balota, die kommen mal mit mir mit. Die anderen, die hier im Café arbeiten, packt das mal alles schön und dann rennt ihr da hin und dann macht ihr eine Reihe so schnell es geht. Habt ihr 10 Sekunden Zeit, wenn ihr da seid. Auch DSK. So, komm mit. Habt ihr das verstanden? Aus. Alles klar, der Dennis will, dass wir euch ein bisschen warm machen, vielleicht für das richtige Training. Hey, da fehlt noch einer. Der Sascha wird einen Schuss abgeben, ich stelle mich da hin, wo ihr euch hinstellen sollt, und dann macht ihr eine Reihe. Mitkommen. Schnell es geht, Leute, ja? Wer läuft denn da hinten? So, im Café wird jetzt alles vorbereitet. Für die Speisung nachher, mitkommen. Aber sehr gute Arbeit, Jungs, muss ich echt sagen. Der Mojo und der Sobo haben das sehr gut gemacht. Werde ich mir merken, ihr werdet auf jeden Fall nächstes Mal wieder losziehen zusammen. Habt ihr irgendwelche Gefahren gehabt oder sowas? War irgendwas, was man... So, warte. Heb die Hand. Geht ruhig mal ein bisschen vor. Kannst, wenn du willst, kannst du schießen. Ja, ein paar Zombie-Angriffe. Oh, haben die Zombies... Wow! Haben die Zombies euch irgendwie erwischt? Go! Komm! Hier hin! Nee, gar nicht. Ah, super. Ja, jetzt geht, Leute. Reihe machen. So, ihr macht jetzt beim Militärtraining mit, hab ich gehört, ne? Auch der letzte noch. Super. So, dann kommt mal mit. Dann gehen wir ein bisschen schneller darüber. So, gleich könnt ihr mit Waffen trainieren. Gleich kommt die Zeit, die ihr alle erwartet habt. Das echt gut hier aufgestanden, muss man sagen. Ja, also machen das ganz gut. Drin gerade. So, liebe Leute. Ich habe vom Major gehört, ihr habt das ganz, ganz gut gemacht. Nicht vom Major. Mann, immer wenn ich die rote Mütze sehe, denke ich an den Major. Vom, Curry. Okay, Leute. Und der Sascha. Waffe mal bitte wegpacken, Helm. Helm? Genau. So. Wir machen jetzt auch für die Leute, die gerade dazugekommen sind, aus Balota. Da oben ist, oder wir machen jetzt einfach links an der Küste hier. Links ist doch besser. Neben der Polizeistation. Also hier machen wir gleich ein paar Schießübungen. Rechts von uns. Ja, von mir links, ne? So, und wir machen jetzt erstmal ein paar Gehorsam-Aktionen hier. Zu jedem, den ich jetzt gehe, möchte ich hören, ja, Sir, und ihr drückt F1. Habt ihr das verstanden? Ja, Sir. Okay, fangen wir mit dir an hier. Ja. Ja, Sir. Ja, Sir. Okay. Guck mir in die Augen, wenn ich mit dir rede, Mann. Ah. Finde ich nicht gut, dass du mir in die Augen nicht geguckt hast, ja? Nächstes Mal. Hast du. Oh, da wurde geschossen. Oh. Er hat da Schüsse abgegeben, oder? Ja, die Sicherheitsleute kümmern sich schon darum. So. Taros, geh du mal nachgucken, wo der M4-Schuss, ob du da hinten irgendwie was in Erfahrung bringen kannst bei den Wachen. Vorne und Richtung Balota und hier vorne. Ja, ich geh zu dem Balota. So, okay, Jungs. Der hat jemand irgendwie geschossen. Stellt euch mal bitte alle auf die Wiese in einer Reihe Richtung Küste. Wir haben gerade hier Schüsse gehört. Einer ist tot, einer ist tot, einer ist tot. Oh, einer ist tot. Lauf, 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 lauf. In die Hütte, in die Hütte, in die Hütte. Einer ist tot. Stellt euch mal bitte alle in die Reihe hier. Okay, Leute, keine Panik, keine Panik. Geh in die Hütte. Alle in die Hütte gehen. 2 Tote. Okay, wir sammeln uns alle. Alle herkommen. Alle herkommen. Wir haben 2 Tote zu melden. Wo kamen die Schüsse her, Leute? Wichtig ist, dass wir jetzt die Ruhe bewahren. Ich glaube, die kamen oben aus dem Wald, oder? Ich lauf mal dahin. War ein leiser M4-Schuss. Alter. Kommt mal mit, Leute. Kommt mal mit. Wir sammeln uns in der Hütte. Oder am besten ins Café gehen wir einfach. Von welcher Wache sind denn jetzt welche tot? Ich glaube, die ganze Wache ist tot. Beide von uns links. Also nicht nach Balota. Ich bin okay. Oben im Wald, ich guck mal jetzt da. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. So, Sicherheit. Stopp, 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 stopp. Stehen bleiben hier alle, stehen bleiben. Wir brauchen jetzt 2 tapfere, beziehungsweise 4 tapfere Soldaten, die die Richtung, andere Richtungen überwachen können und den Sniper ausfindig machen können. Wer meldet sich freiwillig zum Dienst? Das ist, nee, denn das kann sich bringen, die werden sterben, hundertprozentig. Ja, ich komme zum Tatort, Als sich jemand hochpositioniert. Okay, ihr müsst das unbedingt bewachen und passt auf, wir machen Folgendes, wir bilden hier 2 Truppen. Wer ist gut bewaffnet von euch? Wer hat wirklich die ultimative Waffe und ist richtig gut? Okay, du mit der AK, stell dich mal in den Zaun hier links. Oh, der liegt hier. Seid ihr sicher, dass der tot ist? Kann man denn noch irgendwie helfen? So, ich glaube, er ist tot. Umfallen sehen. Du hier? Wurde im Bauch geschossen. Geh mal ebenfalls zu dem Typen mit dem Helm. Ja. So, pass auf, ihr beide lauft jetzt hoch in den Wald und guckt, ob ihr irgendwie einen Sniper oder sowas ausfindig machen könnt. Ja, er ist leider tot. Habt ihr gehört? Und dann kommt ihr gleich wieder. Passt auf euch auf, Soldaten. Das ist jetzt der Ernstfall. Ja. Geht los. Alles klar. Also los Richtung. Was machen wir mit dem anderen? Das bist du in Major, ne? Taros, Major, entfernt mal bitte die Leichen, lootet die wichtigsten Sachen und bringt die ins Lagerhaus. Okay. Und die anderen beiden ziehen los und die anderen bleiben alle hier. Oh, wieder Schüsse. Das ist ein Zombie. Oh. Woher kam der Schuss? Geh mal schauen, ob die Balota-Wache noch steht. Okay, jetzt wird hier richtig geschossen. Alle mal ins Café, Leute, kommt mal mit. Ins Café, ins Café, ins Café. Ist gar nicht das Café hier, ne? Ne, egal. Sammelt euch mal alle bitte hier. Ja, alles ruhig soweit, Leute. Okay, auf der anderen Seite wurden gerade beide Wachen erschossen, deswegen frage ich. Beide Wachen wurden erschossen? Ja. So, also beide Wachen... Ja, keine Ahnung, wir haben nur Schüsse gehört und schauen, das jetzt ausfindig zu machen. Wurde tatsächlich erschossen, nicht Richtung Balota, sondern in die andere Richtung. Haltet hier mal ein bisschen die Umgebung. Also wir haben 2... Also kann sein, dass wir einen feindlichen Sniper gegen haben. Zombies hier. Kann sich mal drum kümmern? Zombie. Haltet die Augen offen, Leute. Viel Glück. So, kommt mal mit. Hey, warum schlägst du denn auf das Haus? Ach, den Zombie. Ja, ihr kümmert euch drum. Curry? Ja. Was ist los? Ja, wir müssen einen Krisenstab einrichten hier beim Café. Hi, Leute. Hallo. Alter, guck mal, die hat das so geil da im Regal aufgelistet. Wie cool sieht das aus? Oh, hallo. Ja, wir hätten einmal was zu trinken. Hallo. Beide Wachen sind tot. Ach, ihr seid... Okay, ihr seid ist gerade die absolute Katastrophe ausgebrochen. Ja, 2 Wachen sind tot. Die Leiche genauer an. Ah ja, kennst das ja. Muss man aufpassen, ist ja nicht so gut, ne? Dass da irgendwo oben steht. Ich hätte mal gern 2 Pepsis. Ja. So, ich war jetzt mal so dreist und hab mir die M4 von den Toten genommen. Dankeschön. Ah cool, wir haben hier schön das Essen aufgebaut. Noch eine Pipsi bitte. Oh Mann ey. Ich muss mal ganz kurz vorbei, bitte. Wo? Puh. Ja, vorbei. Ich muss mit kann natürlich ja, sehr geil. Dankeschön. So Leute. Aber bisher sind noch keine weiteren Schüsse gefallen, oder? Ja, ich bring die Waffe zurück, damit keiner die Waffe auf der Straße findet. Ja, die Waffe weiß ja wohin, Major, ne? Ja, ja. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier die Gruppe mobilisieren und den Sniper auswählen. Wer braucht ein Bier? Nee, kein Bier, Leute. Wir müssen jetzt müssen uns mal sammeln und überlegen, was wir machen können. Stimmt, nicht trinken während der Arbeitszeit. Genau. Ah, der kippt sich trotzdem Bier rein, die ganz harten hier. So, ein Kaffee wird fleißig verteilt. Alle mal Nahrung holen, trinken und komm, Leute, wir müssen weggehen. Wir müssen stark sein für die Reise. Wir müssen ihn ausfindig machen, nicht, dass er hier unser Dorf ausrottet nach und nach. Ja, ich bewache die Polizeiwache. Bitte mal hier Platz machen. Bleibt ihr. So, wir treffen uns alle vor dem Café, wenn ihr fertig seid. Alle vor dem Café. Vor dem Café, wenn ihr fertig seid. Holt euch alle noch Nahrung, Trinken und so weiter im Café. Vorsicht. Oh, sorry. Wollte einer nach dem anderen nicht drängeln. Sorry. So, wo ist der Curry? Hier bin ich. Komm mal her, Curry. Komm mal raus. Okay, hast du eine Ahnung, wo der Schuss herkam? Boah, ich habe echt keine Ahnung. Also es hört sich von mir aus so an, als wenn das von Küste kam. Aber irgendwie kann das gar nicht sein, glaube ich. Hm. Naja, also, pass auf. Wir brauchen 3 Soldaten mal, die die Küste abprüfen. Wer ist... Ihr, komm mal, du hier. Du hier. Geh mal nach, an die Wand. Du hier mit der Weste, mit der schwarzen Weste an die Wand. Und du hier auch an die Wand. So, ihr überprüft jetzt die Küste hinter uns, hinter unserer Stadt, ob da feindliche Soldaten sind. Alles, was nicht zu uns gehört, wird mitgebracht oder sofort erschossen bei der Bedrohung. Habt ihr das gehört? Jo. Okay, los geht's. Viel Glück, Leute. Und dann kommt ihr nachher wieder und berichtet, was passiert ist. So. Okay, die anderen, komm mal bitte mit. Moment. Stellt euch mal hier eine Reihe auf. Eine Reihe. Einfach mal eine Reihe, bitte. Ja, so hart es ist, wir müssen trotzdem unsere Militärübungen fortführen, liebe Leute. Ja. Wir müssen so schnell sehen, dass wir unsere Dorfbewohner hier auf die Beine kriegen. Ja, unsere Wachen. Wir haben jetzt hinten keine Wachen mehr, ne? Nee, der Major steht gerade da. Okay. Da könnte jeden Moment auch über den Haufen geballert werden, der Major. Wie auch zum Major. Ihr mit, mit den 2 schwarzen Westen hier. Geh lieber in die Wache rein. Zum Major. Du hier? Ja, ich bin's. Warte mal, hier ist doch gerade jemand gerannt. Zum Major. Das ist grün. Major ist bei der Polizeistation. Ja, ich bin mit Taros hier. Okay, Major, der hat jetzt, die beiden haben den Befehl, den Eingang zu überwachen. Okay. Ja, auf alles zu achten, gibt ihnen die Informationen, dann sollen die zurückkommen. Okay, Leute, ihr bewacht hier den Eingang. Und ihr beide kommt dann zurück, Major. Ja, da drin sind wertvolle Sachen. Ne, die sollen den Eingang von der Stadt bewachen. Weil ja, ich wollte bereit. Ach, von der Stadt. Ja, von der Stadt, okay, okay. Dann, ne, ihr bewacht den Eingang von der Stadt, Leute, weil die beiden Wachen tot sind. So, sind im Café denn noch Leute außer die Bedienung? Unser guter, netter Kerl. Nicht einfach fremde Leute durchlassen. Eine Person, glaube ich. Ja, hol den mal wieder raus. Ja, rausholen bitte. Ja. So, Curry ist auch wieder da. Wenn die irgendwo mit gezückter Waffe stehen, dann auf jeden Fall schießen. Genau. Aber achtet darauf, dass das nicht die Stadtbewohner sind. Nein, das ist die von der Wache drüben, die umgefallen ist. Die Sachen müssen wir mitnehmen. Ja, die Leichen müssen weg, Taros, und die Sachen bitte oben in die Polizeistation bringen, Waffen und so, ne? Weiß ja nicht, dass jemand auf den Gang kommt. Dann an die Arbeit und wir bewachen euch hier auch. Okay. So, was machen wir jetzt mit denen? Jetzt machen wir Militärübungen. So, ich glaub, sind alle da? Da vorne liegt die Leiche. Aber da ist, glaube ich, 2 Leute im Café, oder? Ja, 2 ist okay, ja. Wobei, ich hole mal einen raus noch. Gut. Wir müssen jetzt hier alles mobilisieren. Warum steht da einer? Siehst du ihn heraus? Ach, probier's nochmal. Kommt der? Der eine wollte nicht rauskommen, deswegen. Wer ist das? Was macht ihr hier, Jungs und Mädels? Aufräumen. Ja, du hier mit dem Banana, dich brauchen wir. Du musst bei der Militärübung mitmachen. Und die Bedienung. Wer bist du? Wir kommen gleich wieder. Gleich ist großes Festessen. Mach schon mal alles bereit für uns, ja? Jo, ja, mach ich. Geht hier nicht. Bitte antworten. Sollte nicht lange fackeln, da ist jetzt, da kommt jetzt aber von uns. Oberste Priorität. Moment, ich komme sofort wieder. Ich gehe mal kurz hin. Vielleicht wurde ihr hierhin geschickt als Ablenkung für den anderen Sniper, für den feindlichen. Kann das sein? Habt ihr Handschellen? Ja, schon zugeschlagen. Okay. Da hinten ist wer? Der fesselt ihn. Da hinten ist jemand. Da hinten ist jemand. Ja, das sind glaube ich unsere Leute. Leute, wieso habt ihr ihn gefesselt? Wir sind von euch. Ist wahrscheinlich der Küstentrupp, ja, oder? Ja, das sind unsere Jungs. Kommt langsam hier rein. Er hat den geflogen. Er hat den Typen gefesselt. Wer hat den Typen hier gefesselt? Unsere Wache. Den Typ bitte nicht fesseln. Da drin oder was? Wer heißt er denn hier? Ruhe, Kaden. Ich habe noch nie was von einem Kaden gehört. Ich auch nicht. Doch, ich bin im zweiten. Der ist hier wieder respawn, das kann nicht sein. Aber Kaden, ich hab noch nie... Okay, geh mal bitte in die Polizeizentrale, bring dir mal einen Verhörraum, Wache. Ja, der kann doch laufen. Wache, bring dir mal bitte... Ja, pass auf, dass er keine Mätzchen macht. Jungs, Curry und Taros und Major, komm mal wieder zu mir zurück. Was mit dem Trupp hier? Die sollen den einfach... So, ihr beiden hier, ihr bewacht den Eingang, ja? Ja. ID checken, sobald einer hier ankommt, der nicht zu uns gehört, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Passt auf, Jungs, Alter. Bei jeder Bewegung, egal was ist, sofort schießen. So, komm mal mit, Curry. Ja, alles klar. Ich bin hier noch beim Trupp, ne? Wer ist denn das hier mit der roten Mütze neben mir? Ja. Was seit wann siehst du denn so aus? Okay. Leute, warte mal kurz in der Reihe, bitte. Der Dennis, kommt gleich. Taros hat sich wohl im Bekleidungsladen bedient hier. Nee, das ist, vom Toten halt. Achso, ja, okay. Soll ich die mal mit zur Polizeistation nehmen, die Reihe hier? Ja. Muss ja auch sein. Sind wir jetzt alle da? Fehlt noch jemand? Also Leute, ohne witzigen Karten habe ich echt noch nie gehört. Also die Spieler kommen ja, ich habe ja alle Profile immer überprüft, einen Karten, ich habe immer... Dann sind wir alle da, oder? Was vorhin so passiert ist. Wenn er das wiederholen kann, dann war er hier. Aber Leute, ich habe wirklich alle überprüft. Leute, folgt mir mal bitte. Wir stellen uns jetzt vor die Polizeistation. So, ja, Wache, bring den Gefangenen mal bitte... Vorsicht bitte mal zur Seite gehen. Den Gefangenen mal bitte oben ins Büro bringen. Und eine Wache bitte vor die Tür. Ach, nee. Oh, hier liegt da... Taros, komm mal kurz zu mir her. Oh, einfach hier vorstellen, auf der weißen Linie am besten, in einer Reihe. Erstens wird das Lager hier aufgelassen. Das war ich, glaube ich. So, und zweitens, hier liegt überall Pipsis und so. Kannst du die mal bitte ins Café nebeneinander bringen? Am besten. Genau, super. So, der Gefangene mal bitte zu dem Stuhl. Wir klären das kurz und der Dennis ist gleich wieder da. So, dann erzähl doch mal, wer du bist und wo du respawn wurdest. Und wir brauchen auf jeden Fall, weil das wäre super. An einen Karten kann ich mich absolut nicht erinnern. Dann gehe ich auch mal kurz rein. Erzähl die Stellung, ja. Ich hatte kurz Probleme mit dem Sound gehabt, hab das Spiel neu gestartet. Ich stand eben in der Reihe, wo wir uns aufgestellt haben, an der Bushaltestelle. Ach ja, genau, das ist da vorher unten im Chat reingeschrieben. Okay, das hat doch bestimmt. Ja. Okay. Und ich war mit dem Werner, mit dem UF Flo und mit dem Tobsen in einem Haus, ja, im Grünen. Ja, dann ist okay. Ja, okay. So, das Problem ist, hat jemand, wir brauchen natürlich jetzt Schlüssel für die Handschellen. Hast du Schlüsselwache? Waffe runter. Hey du, hast du einen Schlüssel? Nein. Semko hat keinen Schlüssel. Habe ich nicht. Okay, das ist natürlich... Keinen, leider. So, wir müssen jetzt einen Schlüssel für dich organisieren. Ja, aber du musst uns natürlich verstehen, Sicherheit geht vor, ne? Weil... Ja, klar. Okay, dann, komm mal mit. Taros? Guck mal, ob wir hier vielleicht einen Schlüssel noch drin haben. Der ist jetzt mit mir hier... Ach, das ist der Dings, ne? Ich bin das. Okay, du gehst jetzt mal so lange hier rein, in das Zimmerchen. Da sind wir da rein. So, und die Wache... Du hier, stell dich mal hier hin. Und pass auf. Mach die Tür zu, genau. Pass auf, dass da nichts passiert. Wir organisieren jetzt einen Schlüssel. Wir schicken einen Suchtrupp für den Schlüssel. Pass echt bitte auf, ne? Okay, sehr gut. Wenn jeder hier rein will, Zutritt ist verwehrt. Ah Mann, ey. Als Direktor dieser Gegend muss man so viel tun am Tag. Ah ja, stressig. Brauchen wir Urlaub. Ach, da stehen die auch schon. So, Leute. Als nächstes steht das mit... Hallo. Als nächstes, bitte mal in die Reihe hier, Kollege. Aber sehr gut bewacht hier, muss ich schon sagen. Der Jess-Styler. Ich sollte hier wach halten. Ja. So, Leute, kommt mal mit. Jetzt können wir endlich unsere Militärübung machen. Mann, 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 heute wieder so viel zu tun. Machen wir hinter der Bushaltestelle heute mal. Da hinten wird alles bewacht, das ist gut. Der Proton hat immer noch keine Waffe. Oder hat er jetzt mittlerweile eine? Ich weiß gar nicht. Stehen Richtung Balota Soldaten von uns? Ich sehe da ja, gar keinen. Ja, doch, da stehen welche. Doch, stehen da welche. Okay. So, stellt euch mal bitte alle hier in die Reihe Richtung gelbes Haus da hinten. Alle in die Reihe, Leute. Zack, zack, das geht doch schneller. Alle in die Reihe. Lalalala, schnell. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm, Leute, schneller. Ab in die Reihe. Ja, wunderbar. Mal hier in einem Busch positionieren, bei dem Berg in Auge. So, behalten. Dann packen wir alle eure Waffen aus. Mats, außer Proton. Oder Proton inzwischen eine Waffe. Okay, der Proton hat keine Waffe. Curry, geh mal mit denen ins Lager und gib ihm mal eine Waffe oben. Ich glaube, die hat keine Munition. Ich habe noch so eine 1911. Achso, okay, dann ist gut. Der hat schon, aber ist gut. Kannst wieder zurückkommen. Geht ja auch bestimmt. So, dann alle mal die Waffe nicht in die, also in die Hand ruhig nehmen, aber nicht anvisieren. Einfach mal in die Hand nehmen. Hey, du. Genau. So, und jetzt stellt euch mal alle richtig in den Werkland. Achso, das ist das? Ich dachte gerade. Aber wo rennt der hin? Ja. Wo rennt der hin? Seht ihr den Zombie da oben? Ich gehe das checken. Ich komm mit. Da schon, ich checken das. Da oben ist wahrscheinlich ein Spieler. Ja, über deinen Kopf. Okay, zieh mal alle bitte Richtung da hoch. Nee, Leute, ich bin im Wald, weil ich suche den Sniper immer noch. Ach so. Okay, hat sich schon erledigt, Zombie alles gut. Zu, oder was? Ja, ja. Alles gut, alles gut. Ah, okay, das ist der Major, ja. So, das ist der Major ist oben, der checkt den Wald. So, Waffe runter, Waffe runter, Waffe runter. Waffe runter, Soldaten. Und jetzt möchte ich, dass ihr wie eine 1 in der Reihe steht. Ihr steht gerade alle ziemlich versetzt. 3, 2, 1. Kommt, Leute, in einer Reihe stellen. So. Also, folgendes Programm heute. Wir machen heute das wunderschöne Vogelabschießen. Ihr seht in Luft. Was war denn? Gerade überhaupt kein Vogel. Wo bist du? Das ist ein bisschen problematisch hier beim Abschießen. Ja, das bin ich. Was können wir denn als Anhaltspunkt nehmen? Okay. Hier. So. Ach, guck mal. Ihr seht doch da hinten den Tank an einem grünen Haus, richtig? Alle mal F1 drücken. Ja. Ja, oder... Oh, wer hat da geschossen? Fallen schon wieder Schüsse? Von wo? Wer hat da geschossen, Leute? Von wo? Ich glaube, das war von uns einer. Okay, okay. Kann sein, dass die Zombie-Horden da hinten. Ja, das kann natürlich sein. Aber was macht die Waffe denn da? Ich check trotzdem mal den Hinterhof hier. Ob vielleicht jemand rumläuft. Na gut, Jungs, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wenn ihr das jetzt richtig macht, gibt es gleich ein großes Festmahl. Macht immer weiter da. Unser Chernotrupp ist immer noch nicht da. Einer kommt den, ja, einer kommt zu euch, okay. Also die beiden Wachen, Wer ist das denn hier? Ich hab gerade gedacht, du bist ein Fremder, sorry. Wer bist du denn hier? Ja, ich bin von der Wache. Wer bist du? Von der Wache? Ja. Ja, dann geh doch mal wieder auf deine Position. Ja, ich hab gerade gesehen, wie er hergegangen ist. Wer hat denn gerade Hilfe gerufen? Hab ich auch gehört. Oh, ich muss zu Dennis. Im Oberaufseher des Lagers. Da vorne. Oh, der Monster, Leute. Wow! Es fallen bei mir in der Nähe Schüsse, Leute. Okay, Leute, nicht ablenken lassen. Der Bronze. Knallhartes Training. Nicht den Bronze abschießen. Waffe anvisieren, Männer. Waffe anvisieren. Oh, Waffe anvisieren. Was passiert? Und runter mit der Waffe. Bronze. Auf dich, oder? Ich bin's, Bronze. Nein, runter mit der Waffe. Wo sind deine Männer? Waffe anvisieren. Sie sind alle tot. Wir waren in Chernogorsk. Wo ist der Bronze? Wo ist der Bronze? Geht's dir gut? Ja. So, Jungs, stellt euch mal hier in die Reihe. Was zu essen, Zombie. Ich verhungere. Ich hab's echt nicht. Ah, Zombie. Zombie. Verdammt. Komm mit, ich bring's zu Dennis. Ach, da kommt er schon. Hier ist der Sascha. Komm, wir werden dir helfen. Wir helfen dir wieder auf die Beine, mein Freund. Schön, euch endlich zu sehen. Okay, könnt ihr mir gleich nochmal sagen. So, Leute, zieht mal bitte alle Richtung dieses Haus hier. Okay, oben im Wald läuft ein Zombie. Was ist denn passiert? Auf das Haus zielen. Wir waren in Chernogorsk und dann wurden wir überfallen. Es kam auf einmal eine Horde Zombies. Unsere ganze Einheit ist vernichtet. Ich konnte gerade noch so entkommen. Okay, auf mein Kommando schießt ihr einfach aufs Haus. Nach und nach. Einer fängt an, dann der nächste, Immer mit 1 Sekunde Abstand. Immer der Partner links von euch. Wenn ihr wisst, wie gut das tut, euch zu sehen. Mit dem blauen Rucksack nach vorne. Verstehe ich, ey. In die Reihe. Hinstellen. Hier wurden auch schon Wachen weggeholt, also Schüsse sind ja auch gefallen. Hinstellen, Leute. Hinstellen. Was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Ja, Wachenposten. So, Curry, Bronze und Ja, Curry und Bronze, der Taros ist ja noch unterwegs. Dennis, wir haben hier den Bronze. Ja, kommt mal zu mir. Ich muss unbedingt erstmal was essen. Ja, dann geh mal ins Café, da kriegst du was. Ja, ich hab was für dich. Warte, ich hab was für dich. Lass ihn ruhig ins Café gehen, dann muss die Leute ja kennenlernen. Okay. So, ich war so lange nicht hier. Wo ist das Café denn? Will ich dahin. Ja. Okay. Wen habe ich noch mit mir hier gerade? Das ist der Sascha, Mann, ne? Das war's für Sascha. Okay, Sascha, wir wollen jetzt mal die Jungs testen, wie gut die schießen können. Ja. Pass auf, du bleibst stehen so, Sascha. Alter. Also, die Challenge ist, die Jungs müssen nach und nach abschießen. Oh. Nicht abhängen lassen. Ich suche weiterhin den Sniper. So, pass auf. Das gelbe Haus ist euer Anhaltspunkt. Vielleicht geht's dir besser. So, anvisieren. Oh, endlich. Nicht ablenken lassen, Leute. Anvisieren. Kann die Bratwurst wirklich schon riechen. Und du hier fängst an. Hallo, jemand zu Hause? Schuss in 3. Hallo? 2. Oh, hier ist gar keiner. 1. Schuss! Oh. Der nächste. Ja. Wir haben ja den Bronze, der braucht dringend Verpflegung. Der nächste. Ja, aber ganz dringend. Der nächste. Mein Magen ist leer. Der löst sich schon von selber auf. Der nächste. Ja, er ist zurückgekommen. Tagelang unterwegs. War's das? Nein, da fehlen noch welche. Ich muss nachladen. Oh Mann, hier hat sich so viel getan in den letzten Wochen. Wir kennen das Dorf kaum wieder. Okay, ist die Reihe durch. Haben wir alle durch? Ich glaube, ein oder zwei haben nicht geschossen. Okay, Leute, das müssen wir jetzt nochmal machen. Das war popelig. Das muss zack gehen. Habt ihr gehört? Alle, die anwesend sind, F1 drücken. Der schmeckt mein Freund, hat's verdient. Tut das gut, ey. Göttlich. Wer nicht F1 drückt, bitte aus die Reihe raus. Sascha, haben alle F1 gedrückt? Ja, haben wir alle. So, alle die Waffe nicht anvisieren. Einfach nur nachhalten. Können das ganze Schwein verdrücken jetzt. So, und der Bronze kommt dann zurück, genau mit dem Curry. Der Bronze kann am Militärtraining teilnehmen, indem er das einfach mal beobachtet, damit er sieht, was auf ihn als nächstes zukommt. Der muss endlich wieder eingewiesen werden. Der war nämlich tatsächlich mit am längsten weg von uns. Und er sagt ja selber, er hat vieles erlebt. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Und vielen Dank an unsere Truppe. Militärtraining geht in der nächsten Folge weiter. Endlich ist er wieder da. Haltet euch bereit, Soldaten. Bis zur nächsten Folge.